This War of Mine. Wir sind immer noch im gleichen Spiel. Machen weiter. Und gucken mal, was so wäre. Tag 31. Die kalten Tage sind vorbei. Yeah! Auch bei uns ein bisschen. Es scheint wärmer zu werden. So, ich habe sehr wieder nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Sehr schön. Das sieht gut aus. Du gehst mir sofort ins Bett. Scheinst auch müde zu sein. Du gehst auch ins Bett. Und du gehst auch wieder. Du gehst auch ins Bett. Und du gehst an die Falle. Die Tierfalle. Oh, wobei, nee. Tierfalle gleich abbrechen. 12 Grad, es ist zu kühl. Du heizt zuerst. Die kalten Tage sind vorbei, aber wirklich warm ist es hier nicht. So, nächste Tierfalle. Heute hätten wir eine richtig heiße Episode vor uns. Hoffe ich mal. Denn ich möchte ein Gebiet betreten, in dem ich selber noch nicht so viele Male war. Ich glaube, ich war in einem Spieldurchlauf bisher drinnen und selbst da habe ich es nicht geschafft. Habe ich, glaube ich, damals abgebrochen, den Versuch. Denn das ist nicht ohne das Gebiet, das wir jetzt gleich im Verlauf des Tages hier noch entdecken werden. Es ist ein bisschen delikat. Und es könnte auch heiß zu und her gehen. Und das sehr doppeldeutig. Machen wir mal zwei Dietriche. Okay, die Heizung läuft. Und ich sehe, du bist sehr hungrig. Das heißt, wir geben dir auch noch was zu essen. Bekommen wir Besuch? Anscheinend nicht. Oder, nee, Moment mal, es ist ja noch erst 9 Uhr morgens. Da könnte der Besuch sogar noch lange kommen. Besuche können ja bis 10.30 Uhr oder so kommen. Normalerweise kommen sie Punkt 10. Mal gucken. Normalerweise wird es hier noch mehr nach links gehen. Ja, da kommt er. Ja. Nee. Du kannst gleich an die Tür. Heiz mir nochmal. Ich verzichte nebenbei extra für euch heute auf Tee. Denn das Schlürfgeräusch muss ja nicht in jeder Episode vorhanden sein. So, handeln wir mal. Vielleicht hat er ja Tee dabei. Was hast du denn schon? Oh, okay, 30 Stück. Ich glaube, Lebensmittelknappheit war es doch, oder? Es ist immer noch Lebensmittelknappheit. 4 Stück ist zwar jetzt schon eine Menge, aber... Was hast du denn sonst noch? Okay. Das sieht doch so gut aus. Ja. Das machen wir. Und gleich nochmal. Was hast du denn sonst noch? Holz? Okay. Mit 2 ist es schon großzügig. Soll ich jetzt weniger bieten, aber... Eigentlich nur kurz. Okay, das Gemüse ist weniger wert wie die Dose. Das ist nicht schlecht. Aber 2 Gemüse sind eventuell mehr wert wie eine Dose. Moment mal, nur mal so kurz. Tatsächlich. Also, dann ist das ungefähr 0,75. So 1 geschätzt. Wobei, nee, stimmt gar nicht. 2 waren sehr großzügig. 3 sind hier perfekt. Das heißt... wird ein bisschen weniger sein als 0,75. Nee, ich kann nicht rechnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Hauptsache, es ist, wir können uns einigen. Es ist so schwierig, vor Kamera Kopf zu rechnen. Ich kann normalerweise gut Kopf rechnen, aber jetzt gerade klappt gar nichts. So, du gehst mit Gitarren spielen, da bist du beschäftigt. Du kannst was essen. Du gehst mir kurz an die Werkbank, was überprüfen. Sägeblätter haben wir, Dietrich haben wir, alles klar. Das heißt, du kannst hier gehen. Nee, wobei, weißt du was? Du sagst es ja gerade selber. Du hast seit Tagen nämlich nichts gegessen. Könntest du nicht du... Ach, Arika. Kaum lässt man dich einen Moment alleine, gehst du schon wieder essen. Du
hast gerade gegessen und schon wieder reklamiert. Unglaublich. Und Puna, du bist krank? Ja, du bist krank, denn du stehst nicht mehr auf. Zumindest nicht freiwillig. Ich hoffe natürlich schon, dass du noch aufstehst. Es wäre schade, wenn nicht. Auch wenn du sonst ein mühsamer Kerl bist. Wenn jetzt der Kochbereich leer ist, dann kann der Wasser kochen. Denn das wollte ich eigentlich mal zeigen. Im Winter kann man Wasser kochen hier. Das heißt, wir haben jetzt ein Filter, zwei Filter. Wir stellen 8 Stück Wasser her. Du kannst in dem Fall noch mehr Filter herstellen. Machen wir 4 Filter. Hier wird jetzt das Wasser aufgekocht und nicht mehr hier, weil ja das Wasser über den normalen Wasserfilter leider gefriert. So, und weil du jetzt gerade wieder Freizeit hast, kannst du nochmal ein Holz nachlegen. Denn ist vielleicht hier bald Schluss. Wenn Bruno nebenbei das Wasser kocht, kostet es auch weniger Material. Das kann ich gleich zeigen. Also beim Bruno kostet es ein Stück Holz. Das ist eh das Falsche. Ein Eiskristall, ein Holz und ein Filter gibt 4. Mal gucken, ob das bei ihm jetzt anders ist. Was würde es denn bei dir bedeuten? 1, 1, ja, eigentlich dasselbe. Habe ich euch angeschwindelt. Also gut, Puna, dann gehst du wieder ins Bett. Brauchen wir dich nicht. Dann kannst du da... Nee, Moment mal. Ja, wobei, nee, ich habe wieder das Falsche gewählt. Es war schon richtig. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir gleich 16 Wasser. Bruno kann sich unten erholen. Die Zeit ist gleich abgelaufen. Holz müssen wir nicht mehr nachlegen. Du bist beschäftigt mit Kochen. Ich würde sagen, wir beenden den Tag. Und du gehst plündern. Du machst Wache, du machst Wache, du bleibst im Bett. Du bist nämlich krank. Wir gehen nämlich ins Bordell. Und da ist der Koch sicher am falschen Ort. Bordell, wer für eine Dose Fleisch flachgelegt werden möchte, wird hier fündig. Mütter tun wirklich alles für ihre Kinder. Einige behaupten allerdings, dass die Frauen gegen ihren Willen hier festgehalten werden. Es ist ein großes, gut bewachtes Gebäude. Sie haben viele Sachen und handeln nur allzu gerne. Also, wichtiger Satz. Einige behaupten allerdings, dass die Frauen gegen ihren Willen hier festgehalten werden. Das gehen wir überprüfen. Es würde geben etwas Lebensmittel, eine Menge Medikamente, große Menge Waffen, Menge Teile, möglicher Handel und Gefahr. In dem Fall, Roman, das scheint eine Aufgabe für dich zu sein. Wir nehmen mit die Dietriche, wir nehmen mit die Sägeblätter mal 2. Ich hoffe, das reicht. Und wir nehmen mit ein Messer. Sturmgewehr oder Schrotflinte? Das Gebäude, wie ich mich erinnere, ist, glaube ich, Schrotflinte besser. Ein bisschen Munition. Ich hoffe, 6 Schuss reichen. Vermutlich schon. Soll ich noch einen Schuss? Nehmen wir den Militärwesten noch mit. Zur Sicherheit. Und gehen wir plündern. Gehen wir auf Befreiungsmission, falls es wirklich was zu befreien gibt. Dies ist das erste Mal, dass ich diese Art von Ort aufsuche. Was für ein Lügner. Ja, vielleicht stimmt's. Zum Großteil handelt es sich um Müll. Darunter befinden sich eine modische Handtasche, die so zerrissen ist, als ob sie jemand ohne Rücksicht auf den Reißverschluss aufgerissen hat. Ein winziges, gerahmtes Foto eines jungen Mannes und ein Taschennotizbuch. Wer auch immer diese Sachen hier weggeworfen hat, war nicht deren Besitzer. Okay. Hier unten wird es eine abgeschlossene Türe geben, aber da geht es nicht weiter. Die Tasche ist ein weiteres Merkmal, dass hier was nicht gut ist. Hier hat es noch niemand. Hier steht jemand. Da gehen wir nicht hin. Okay, da haben wir schon den ersten angelockt. Geht er nach unten oder nach oben? Nach unten.
Oder ist es ein Gast, der geht? Scheint ein Gast zu sein, der geht. Okay. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Oh, hier oben könnte ich aber. Okay. Sägeblatt war eine gute Idee. Hier unten komme ich nicht rein. Das ist interessant verriegelt, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, von innen verriegelt, oder? Ui, ui, ui. Machen wir jetzt gerade keinen Lärm. Da steht direkt davor, hey, das gibt's doch gar nicht. Wobei, mal überlegen, vielleicht kann ich ihn anlocken. Ich höre etwas. Gehst du unten durch? Der geht tatsächlich unten durch. Dann können wir eigentlich uns hier verstecken. Der geht oben durch. Okay. Messer. Verstecken, verstecken, verstecken! Wow. Das war, glaube ich, der allerletzte Moment. Ha! Und gleich zu zweit hier. Soll ich jetzt so wahnsinnig sein? Ich bin so wahnsinnig. Komm, weg, weg, weg. In Deckung. Kommst du? Ich hoffe, das war kein normaler Bordellbesitzer, aber ich... Bordellbesitzer. Normaler Gast, aber der würde ja kaum in der Art und Weise einfach hier vorbeischauen, denke ich mal. Die scheint nicht mehr zu reagieren. Soll ich es probieren? Probieren wir es. Oh, die hat eine Schrotflinte. Okay. Plündern. Zwei sind ausgeschaltet. Es ist schon wieder eins. Noch eine Schutzweste. Was hast du bei dir? Och, da unten kommt jemand. Kommt er nach oben? Nee, der geht hier nach unten. Okay, das wäre eigentlich mein Moment. Ich muss hier nur noch schnell Sachen loswerden. Okay, komm. Bitte nicht bewegen, bitte nicht Türe aufmachen. Nee, 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 bleib hier, bleib hier. Es muss einfach zeitig reichen. Hey, komm, beweg dich weg. Komm zu mir. 2 Uhr, hey, das ist so knapp. Ich höre es vielleicht an meiner Stimme, ich bin leicht aufgeregt. Ich möchte es hier eigentlich... Nein! Was macht der für Wege? Ach, je. Kann ich mich an den von hinten anschleichen? Wenn er unter der Treppe ist? Nee, kann ich nicht. Das ist ja Mist. Oh, sie haben mir gesagt, dass sie sich um ein kleines Mädchen kümmern. Hä? Wo ist der hin? Okay, wir schleichen uns so an. Eine Leiche, was ist hier passiert? Hier liegt eine Leiche, okay. So, jetzt aber... Hier unten ist abgeschlossen. Ich kann es nicht fassen. Werden wir wirklich gerettet? Kann es sein? Ist der Albtraum vorbei? Ha! Ich hab's geschafft. Ich hab 2 befreit. Yeah! Oh, die Zeit rennt. Die sind hier durchgerannt. Du sollst doch gehen. Hau jetzt ab. Okay. Du greifst mich jetzt aber nicht an, oder? Also ich hau jetzt ab. Nein! Renn! Der hat eine Schrotflinte! Nein! Die ist ja gar nicht vorbereitet.
Renn weg! Roman, was auch immer du sonst warst, aber renn um dein Leben. Also wir haben 3 Gangster ausgeschaltet, 2 Frauen befreit und... Ich habe das noch nie geschafft. Bin fast ein bisschen stolz auf mich. Das war eine Glücksnacht. Ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Du hast noch viel mehr Zeugs da. Unglaublich. Was für eine Nacht. Wir wurden ausgeplündert. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Das war eine Bande abgehärteter Diebe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Okay, keiner wurde verletzt, nichts wurde gestohlen. Sehr schön. Dann ab mit dir ins Bett. Du hast eigentlich überhaupt nichts mitgebracht, sehe ich gerade. Und du bist zufrieden. Ich weiß nicht, ob Roman wahnsinnig tapfer oder einfach nur wahnsinnig ist. Das beschreibt's gut. Du bist zufrieden? Wie geht's denn? Du bist hungrig? Du bist auch zufrieden? Roman hat seine Sache gut gemacht. Diese Mörder kennen auch keine Gnade. Okay. Ausnahmsweise mal zufrieden. Die Dame. Ja, wir haben ja nichts mitgebracht, also gibt es ja eigentlich auch nichts zu tun. Das heißt, du könntest kurz noch ihr heizen. Das Achievement haben wir zwar bekommen, die Heizung könnten wir uns jetzt sparen, aber Bruno ist vermutlich immer noch krank, oder? Nee, da ist nur... Moment mal, wenn du hungrig bist, dann kannst du ja eigentlich aufstehen. Wenn du ja gar nicht... Kannst sie nämlich schlafen. Dann kannst du das hier machen. Ach, stimmt, das, was Bruno, Roman mitgebracht hat, das war das, was er wirklich auch gelootet hat, also was er auch wirklich geplündert hat. Weil das, was er im Inventar hat, ist vermutlich gleich wieder ins Inventar gewandert. Also das, was ich im Inventar entnommen habe, so gesagt. Die Schrotflinte, und das ist vermutlich direkt wieder ins Inventar gewandert. Macht Sinn. So. Dann koch doch hier. Nee, du sollst schlafen. Nein, du gehst mir. So. Och, alles wieder ein bisschen kompliziert. Du kochst nämlich jetzt. Hier waren wir offensichtlich noch nicht fertig. Alle am Schlafen. Nachtruhe. Da kannst du nämlich schon das Essen vorbereiten. Jetzt funktioniert auch der Filter wieder, oder? Ja. Perfekt. Hier werde ich zwar jetzt Zeit verlieren. Roman scheint es nicht zu interessieren, dass da irgendwas gewesen ist. Der reagiert gar nicht. Das heißt, wir machen jetzt hier 8 Mahlzeiten. Fleisch geht mir aus. Nee, Roman hat überhaupt... Nee. Der reagiert nicht. Roman hat in dem Bordell tapfer gehandelt. Was, wenn jemand, den wir kennen, in die Hände dieser Gangster geraten wäre? Du reagierst auch nicht. Kalter Hund. Und sie auch nicht. Okay. Also wir haben einen Text bekommen. Schläfst du noch, Roman? Du bist nicht mehr hungrig. Hungrig, zufrieden, hungrig. Hungrig, zufrieden, müde. Du bist müde. Du schläfst auch noch. Alles klar. Dann Tag beenden. Dann schicken wir wieder Roman vor. Dann bleibst du im Bett. Du machst Wache. Du machst Wache. Und die ganze Karte hat sich wieder geöffnet. Sehr schön. Kurz überlegen. Wir machen es trotzdem. Alles klar. Wir nehmen wieder mit. Soll ich jetzt wieder das Messer mitnehmen? Oder mal die Schrotflinte zeigen? Nee, machen wir nicht. Komm, vergiss es. Nehmen wir das Messer. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt noch jemand lebt da. Also nehmen wir noch einen Dietrich mit. Und
ist ein bisschen viel Material. Ach komm. Machen wir's. Und es regnet. Boah. Das hat es letztes Mal nicht sofort in den Schermen. Okay, hier ist nichts. Das ist schon mal gut oder nicht gut. Okay, nichts, das sich lohnen würde mitzunehmen. Verbrauchen wir gleich mal hier das eine. Dieses Mal haben wir Zeit. Das Event ist ja ausgelöst. Das heißt, die Frauen sind befreit. Jetzt eilt es ja nicht mehr. Mal gucken, was wir denn hier so erhalten würden. Ja, okay. Sensationell. Okay. Eine Gitarre. Schön. Gut, haben wir das geklärt. Weißt du was, Roman? Wir brechen hier ab. Wir gehen zuerst mal hier öffnen. All das Zeugs hier lassen wir sein. Wir gehen zuerst mal ins Bordell. Fluchtweg ist vorbereitet. Sehr schön. Soll ich jetzt probieren? Er war ja ein Händler. Ob der sich noch an mich erinnert? Okay, hier ist schon mal ruhig. Roman. Nicht da lang. Gehen wir oben durch. Hier ist auch ruhig. Da unten ist einer. Alles klar. Das heißt, sonst ist es ruhig. Was würde es denn hier geben? Das rauben wir jetzt einfach mal. Hier müsste ja eigentlich immer noch mein Waffendepot sein. Ist es auch. Sehr schön. Das heißt, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Also wenn wir jetzt Notfall was brauchen, dann würden wir es da nehmen. Dann hätte ich eigentlich die Schutzweste sparen können. Nehmen wir später. Hier ist niemand. Was gibt es denn hier zu stehlen? Das ist ein bisschen eine ungünstige Position. Falls jetzt plötzlich jemand kommen würde, wäre mir der Fluchtweg abgeschnitten. Okay. Hat sich da was bewegt? Nee. Okay, hier gibt's noch was. Okay, Abfall. Okay, das machen wir nächstes Mal. Ich möchte, solange ich die Waffen habe, die Waffen auch ausnutzen. Okay, da unten ist jemand. Langsam, langsam, langsam. Okay. Können wir uns annähern von... Wo ist er hin? Okay, ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Hat sich da unten was bewegt? Also einer schleicht noch rum. Oh, die haben sogar einen Ofen. Ist ja richtig gemütlich sogar fast. Okay, wir können uns verstecken, notfalls. Boah! Also hier gibt es ja einiges zu holen. Da oben ist er. Verstecken, oder? Noch haben wir Zeit. Seit der Bombardierung kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ja, eigentlich ist das nicht unbedingt schlecht.
Nein, nein, das ist so gemein. Dem Moment, wo ich mich bewege, bewegt er sich. Ist das ein Gangster? Ich glaube, es ist ein Gangster. Müsste ja. Nee, ist er nicht. Okay, der geht rauchen. Perfekt. Das heißt, wir nähern uns ganz langsam. Da liest ein Buch. Bist du denn wahnsinnig? Das macht man doch nicht. Bücher lesen ist tödlich. Und hier ist auch ein Ausgang. Sehr schön. Das heißt, die Zeit, die jetzt sehr knapp ist, reicht mir in dem Fall. Was jetzt blöd ist, ich sag zwar, es reicht, aber es reicht ja eigentlich nicht. Denn ich sehe gerade, ich muss ja zuerst noch was loswerden. Das heißt, das lassen wir noch hier, das lassen wir noch hier. Das lassen wir noch hier. Dann gehen wir nochmal plündern. Jetzt wird's knapp. Ich glaube, das war der letzte, oder? Ich hoffe es zumindest. Okay. Nehmen wir noch hier was mit. Die Schutzweste. So. Und rennen wir zum Ausgang. Sehr schön. Das war... Puh. Das war's, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Tag 33. Massen an Material mitgebracht. Die Frage ist jetzt, da lasse ich euch abstimmen. Wir beenden nämlich die Episode jetzt an dieser Stelle. Die Frage ist, soll ich das Bordell weiter untersuchen? In der nächsten Episode soll ich einen neuen Ort nehmen? Ich bin auf eure Antworten gespannt. Und dementsprechend passe ich dann mein Spielverhalten an. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Falls ihr ins Bordell geht, denkt an den Menschenhandel. Ist nicht immer unbedingt das Richtige. Nicht unbedingt sind die Frauen auch immer da. Freiwillig. Ach je, ein schwieriges Thema. Lassen wir es bleiben. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und auf bald wieder. Danke fürs Zusehen.